Gemeinschaftsübung Statik Teil 2, Übung 5.3.3, Ermittlung der Stielers in Achse E2 bei einem Raumgerüst. Hier zunächst die Übersicht der gesamten Gerüstkonstruktion. Dargestellt ist die Ansicht, die Seitenansicht und die einzelnen Lagen als Draufsicht. Die Achse E2 ist Bestandteil dieser Gemeinschaftsübung und die sehen wir jetzt nochmal genau dargestellt in der nächsten Folie. Hier ist die Achse E2 dargestellt, signalisiert durch die Einzugsfläche hier ein rot umrandetes Rechteck. Kommen wir zur Aufgabenstellung. Wir betrachten hier nur die Gemeinschaftsübung und die lautet: Ermitteln Sie die genaue Stiellast in Achse E2 für den Innenstiel. Benutzen Sie dafür das beiliegende Formblatt aus den Unterlagen. Die Einzelübungen können Sie danach selbstständig durchführen. Benutzen Sie auch dazu die jeweiligen Formblätter, die in den Unterlagen beiliegen. Und das sind die benötigten Unterlagen. Einmal das Formblatt in mehrfacher Ausfertigung, dann die Übersicht der einzelnen Lagen zur Vereinfachung und Hilfestellung und als letztes brauchen Sie auch noch die Leier-Allround-Preisliste. Nun folgt eine Übersicht über die einzelnen Gerüstlagen. Das ist die Lage im Stand, Lage 0, also auf 0 Meter. Dann die Lage 1 auf ca. 2 Meter Höhe, die Lage 2 auf ca. 4 Meter Höhe, die Lage 3 auf ca. 6 Meter Höhe und die Lage 4 auf ca. 8 Meter Höhe und als letztes die Lage 5 auf der obersten Lage ca. 10 Meter. Noch ein Tipp. Schulen Sie Ihr räumliches Vorstellungsvermögen nicht nur für die fächertechnische Zeichnen und Konstruktion, sondern auch für die Statik. Legen Sie sich ein System zur Lastermittlung zurecht und halten sich an dieses System. Das erleichtert ungemein die Lastermittlung nach Zeichnungslage. Nun folgt ein Video über die gesamten Lagen in Achse E2. Danach werden die einzelnen Lagen in den separaten Videos nochmal dargestellt. Kleiner Tipp noch dazu, machen Sie von den Wiedergabemöglichkeiten Ihres Abspielprogramms Gebrauch, also nutzen Sie die Tasten Rücklauf und Vorlauf, Stopp, Pause und Play. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei der Bearbeitung der Aufgabe. Alles Weitere werden wir dann im Unterricht besprechen. Dankeschön.